Ich setze dich ein. Na, da bist du ja. Mentor, ich hörte einige schlimme Gerüchte. Erzählt. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein orthodoxer Diakon den Patriarchen von Konstantinie ermorden will. Wissen wir, wer dieser Diakon ist? Noch nicht. Es gibt keine Hinweise. Wir brauchen zuerst einen Namen. Es dient unserer Sache nicht, wenn wir jeden Geistlichen zwischen Bursa und Belgrado erschlagen. Vieni, wir hören uns um, mal sehen, was wir in Erfahrung bringen. Mhm. Den Kirchenaktionär beim ersten Versuch finden ist volle Synchronisation. Na, genial. Ich hätte mir vielleicht mal die ganze Aufgabe durchlesen sollen. Ups. Passiert. Wie ist euer Plan, Mentor? Die orthodoxe Enklave in der Stadt ist zu klein für große Geheimnisse. Wir stellen den Geistlichen ein paar Fragen und bringen sie zum Antworten, falls nötig. Nur ernsthaft? Es gibt Gerüchte, dass ein abtrünniger Diakon den Patriarchen bedroht. Fällt euch dazu etwas ein? Ah ja, wir kennen diese Gerüchte auch. Und der Name dahinter ist immer derselbe. Kyrill von Rhodos. Der Patriarch verstieß ihn vor einigen Jahren wegen grober Missetaten. Er wurde verbannt. Ein Anathema. Falls ihr ihn in der Stadt seht, könnt ihr sicher sein, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Was habt ihr erfahren? Unser Ziel heißt Kyrill von Rhodos, ein verbannter Diakon. So eine Scheiße. Okay, wenn das jetzt öfter passiert, dann werde ich gleich ein paar Leute mitnehmen. Ich will nicht sterben. Überall nur Streit und Zwietracht in diesem Land. Helft mir mal, habe ich diese Bank schon gekauft? Ich habe nichts getan. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht mal genug Geld für diese Bank. Was ist das denn für eine Schweinerei? Das ist Blut. Ihr wisst, wie man das macht. Gut. Haltet ein, hier gibt es eine Menge Geistlicher. Los geht's. Ich weiß, was zu tun ist, Mentor. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, ihn zu eliminieren, ergreife ich sie. Bene. Ich habe ihn, Mentor! Halt! Das ist nicht unser Ziel! Hinterher, los, lauf! Voreiliger Narr, ihr habt einen Unschuldigen getötet! Ich bin untröstlich, Mentor. Vergebt mir! Selbst wenn ich es töte, andere tun es nicht. Sollten sie auch nicht. Nehmt seine Leiche und tragt sie zur Küste. Das ist das Joch, das ihr tragen müsst. Ich bin nicht mehr leicht, um
reinschließen. Wenigstens das kann ich mir noch leisten. Nein. Aber ich könnte mal wieder eine Bombe ausrüsten, nur für den Fall, dass ich die nächsten Typen zu spät sehe. Oh. Sehr nett hier an die Charme. Übergebt diesen armen Mann der See und denkt über eure Fehler nach. Evette, Mentor. Möge die Scham, die ich spüre, nie vergehen. Und dann geht zum Friseur. Ich habe dir nicht umsonst diese Haube gegeben. Ihr lasst meine... Was ich nicht alles freischalte. Faszinierend. So, wie viel brauche ich denn jetzt hierfür? Noch 400. Ich glaube, dann investiere ich lieber in den Kram hier. Und muss schon wieder weiterrennen. Kommt, Freunde! Wir werden Kunden wie Kalifen bedienen. Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Katara, beruhigt euch! Was macht ihr denn? Ich will da lang, du Penner! Du stehst mir nur im Weg die ganze Zeit. Da vorne ist jemand, der nicht so recht weiß, wo sein Platz in dieser Welt ist. Na, verfolgt er mich oder habe ich... hat er mich schon aus den Augen verloren? So, ist schon jemand wiedergekehrt. Ich brauche Kohle. Seid gar nicht unterwegs. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Naja, ich gehe einfach erstmal weiter. Nimm den Buchladen da vorne noch mit und dann ist gut. Muss ich die Bank später freischalten. Selber schuld, wenn sie so teuer werden. Ich nehme das Buch mit, dann das Buch mit, dann setze ich hier einen ein und da einen ein. Genau. Ich habe einen Plan und was ist das? Was? Moment. Inventar. Monturen. Habe ich da irgendwas Neues hinzubekommen? Nö. Gegenstände, Bomben. Naja. Nichts Wichtiges. Wir haben keine heiligen Schriften mehr auf Lager, aber im Namen der Mönche nehmen wir vielleicht auch das Recht im nächsten Jahr. Ich bin paar Leiter. Mal wieder. Meine Börse ran! Wache!
Dann soll er aufhören, Scheiße zu erzählen. Komm ich hier auch noch hoch wieder? Ja? Danke. So, sehe ich denn schon den Turm, wo Bombenkisten... Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. Richtig, nicht dein Problem. Überhaupt nicht dein Problem. Gotteslästerer aus ihren... Ist er nicht etwas zu alt dafür? Die... Vom Regen in die... Oh. Aha, noch einer! Ihr Pisser! Ich dachte, ich sei hier der Böse mit Penner, aber Pisser ist ja noch eine Ecke schärfer. Wow, nee, da will ich gar nicht runter. Ich muss nämlich darauf. Ich hab mal gerade mittendrin Obstsalat produziert. Zack und zack und zack. Ich habe manchmal den Eindruck, ich finde die Bücher viel zu schnell. Sonst wüsste ich ganz genau, wo die sind. Aber ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich rate derzeit nur sehr gut. Der Teufel. Aber ich war schon der Mindestsänger der Unterwelt. Von daher, mehr ist heute nicht mit teuflischer Besetzung. Ich glaube, ich sehe den Turm schon, wo ich mich gleich hinaufbegeben darf. Bin äußerst dankbar, dass ich dafür nochmal hier runter musste. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich keine Ahnung habe, was diese Bücher überhaupt machen. Ich denke mir halt nur, ich will die Karte sauber haben. Jetzt nicht von dem da irgendwo runterhauen. Na dann. Jupp, Kirche 2. Wenn ich ein Buch wäre, wo wäre ich dann? Da unten vielleicht. Hier sieht aber viel krasser aus. Muss ich dann noch mal rauf. Was tat man denn dafür, sich so aufzuführen? Eine Frau vielleicht, wer weiß. Verstehe, der andere Arzt, der wird automatisch außerhalb generiert. So.
und gesundet. Wohlbefinden für alle. Ich habe Geld bekommen, ich habe es genau gehört. Nur keine Bank in der Nähe. Doch, da ist eine Bank in der Nähe. Da gehe ich am besten gleich hin, bevor ich wieder sonst wo abgesetzt werde. Lass fallen. Lass los. Alter. Spring! Wie macht er das nur? Möge Fortuna unseren gemeinsamen Geschäften. Total. Frisch gefangene Egel! Wir brauchen einen Adler!